So, hallo, wir machen weiter. Ah, ich habe Ton. Ja, sehr schön. Bei Hyrule Warriors, nach der etwas müden Aufnahme, die auch nur ein Part lang war, sind wir hier. Und müssen weitere Missionen machen. Ich hatte gesagt, ich will die ganzen kleinen Missionen erstmal durchwurschteln, ne? Das heißt, da ist zum Beispiel eine. Todbringerschlucht. Empfohlener Level 15. Wir sind 31. Easy. Ab dafür. Ich meine... Ab dafür. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Aber ich glaube, ich habe das letzte Mal Waffen verdingst, ne? Ich glaube, ich habe wieder Platz für Waffen. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie viel Platz ich habe. Na, da steht alles nichts mehr Spannendes. Kennen wir alles schon. Wir sind schon Profis in diesem wunderschönen Spiel. Nein, also mir gefällt es wirklich. Es ist halt kein Zelda, ne? Das darf man nicht erwarten. Man darf nicht Zelda erwarten, man muss halt erwarten, dass es Warriors Gameplay ist mit Zelda-Charakteren. So, das ist wie wenn ich ein Beat'em-up Zelda kaufe. Das ist halt auch kein Zelda. Das ist halt ein Beat'em-up mit Zelda-Charakteren. Ich glaube, es gibt kein Beat'em-up mit Zelda-Charakteren, aber ich meine das nur als Beispiel. Es gibt ja von Dragon Ball zum Beispiel, gibt es ja RPGs. So richtig coole RPGs und es gibt halt Beat'em-ups. Und wenn ich muss halt immer gucken, was ich kaufe. So. Ja, was muss ich überhaupt tun? Erobere die Vorderposten. Okay, na, das ist wie immer das Gleiche. Ab geht's. Hui. Einmal hier durch die Mütze. Einfach hier alles niedermetzeln. Und wenn wir dann einmal A einsetzen können, nämlich jetzt, dann schlachten wir uns hier einmal komplett durch. Und er brennt aus irgendwelchen Gründen. Habe ich gerade zufällig Dings eingesetzt? Oder wieso brennt er? Oder war da irgendwas, da ist irgendwas explodiert, ne? Kann das sein? Irgendwie so. Ah, ich finde das so nice, ne? Dieses, das ist ja jetzt das Master-Schwert hat ja die Fähigkeit, wenn ich volle Herzen habe, na, das ist halt diesen... Yo, wie weit geht das? Ah, die Reichweite ist insane. Absolut insane. Ja, das hat sich dann auch erledigt. Jetzt mache ich nicht mehr diese Lichtstrahlen, ist klar. Und man muss auch mal sagen, das Master Schwert in der Vergangenheit hält deutlich länger als das Master Schwert in der Zukunft. So, das Master Schwert in der Zukunft ist einfach so, hey, du hast fünfmal gegen einen Gegner geschlagen, es muss jetzt sich wieder seine Kraft erneuern. Und das Master Schwert hier ist so, benutz mich. Benutz mich die ganze Zeit. Du willst es doch auch. Na, weil sie ja, klar, in Breath of the Wild eben dieses Feature in Anführungszeichen drin hatten, mit von wegen, hier. Haben die sich gerade selber gegenseitig weggenudelt? Was? Habe ich das richtig gesehen oder war das Zufall? Yo. Ey, das ist sick einfach. Nee, aber ne, da hat es ja dieses Feature, dass Waffen halt nach einer Weile kaputt gehen. Und dann konnte das Master Schwert halt auch nicht unendlich laufen. Und dann musste man das halt so regeln. Also es ging halt nicht anders. Und dann war das Master Schwert halt nach ein paar Schlägen, war es halt dann durch. Okay, ich habe mich gerade gefragt, warum sich nichts tut, weil ich die Taste gedrückt habe, aber es hat nur ein bisschen gedauert. Wieso kann ich hier schon wieder nicht... Ah, ja natürlich, alles geht kaputt, aber nicht die Heuballen. Und da kann ich auch nicht rein, so, weil da ist eine Wand. Ich meine, hätte man dann nicht zumindest einen Zaun hinsetzen können, so... Das sind so ein paar Sachen. Das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, das ist klar. Aber ich meine, hier kann ich durchlaufen. Und hier nicht. Warum hätte man das nicht einfach noch passierbar? Wenn man so ein Ding schon dahin stellt. Ich meine, ich mache gerade an der Luft einen Wandsprung. So, das...
Ne, mir ist klar, das gehört halt nicht zu der Arena dazu und dann ist es auch nicht relevant, aber es ist schon ein bisschen komisch. Es sieht schon besonders, also das sieht wirklich ganz besonders komisch aus hier in dem Fall. Na, wie auch immer. Auf sowas sollte man halt einfach nicht achten. Heute geht's gar nicht durch. Wo muss ich hin? Oh, hier ist Schluss. Habe ich da vorne eins einfach ausgelassen? Ich bin so eine Nuss, ne? Ich habe da vorne eins ausgelassen, sonst hätten wir das schon jetzt. Ups. Hey, das war ganz am Anfang, was ich ausgelassen habe. Wirklich? Lol. Ja, sorry, Kollege. Den einfachsten habe ich einfach ausgelassen. Das ist okay. Das ist voll okay. So, gleich kommt der Boss, Moblin. Das ist ja dann. Ist ja dann ein ganz normaler Boblin, ne? Ja, kann man trotzdem so machen. Zack, und wir sind wieder voll mit Herzen und können wieder. Ach so, das war's schon. Ja, gut. Ja, gut. Yay, wir kriegen Dinge. Mehr Dinge für uns oder so. So. Das war die Mission. Hier war irgendwo noch eine, da war noch eine. Über den Vulkan. Ja, man könnte zu jeder Mission die Beschreibung lesen, aber irgendwie, ich bin einfach nicht. Da bin ich jetzt. Oh mein Gott, ich drücke jedes Mal mein Kabel weg. Da bin ich jetzt irgendwie nicht so. Also das sind halt auch jetzt nicht so die spannendsten Sachen, die sie dann da aufgeschrieben haben dazu. Die hätten eigentlich, hätten sie es so machen sollen, hier anstatt diese Standardtexte, die immer wieder kommen, hätten sie hier den Missionstext hinschreiben sollen, während es lädt. Dann würde man sich das nämlich auch durchlesen wollen. Dann wäre es keine Zeitverschwendung. So ist es Zeitverschwendung. Ich bin halt wieder voll kritisch unterwegs. Na, das Spiel, wie gesagt, das Spiel an sich ist cool. Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die jetzt nicht so mega sind. Oder die man einfach relativ simpel hätte anders machen können. Drücken wir es mal so aus. Ich gehe aber, also ich bin jetzt halt, seit wir das Masterschwert haben, sind wir schon böse OP. Also das muss man mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich den besiegen muss, weil da oben sonst ein Tor vielleicht zu ist oder so. Aber ich hoffe mal, dass ich das jetzt nicht umsonst mache. Ja, ein Tor hat sich geöffnet. Ich wusste es, ich musste es machen. Okay. Easy. Oh, Hammer, die gehen mittlerweile auch mit einem Hit jetzt schon. Oh, wow, 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 wow. Egal. Jetzt sind die auch nicht weiter spannend. Den muss ich bestimmt auch besiegen, weil sonst ist der Tor zu. Au. Ich wollte eigentlich bewusst mal ein bisschen was rumprobieren. So. Das hat nicht hingehauen, wie ich wollte. Das hat auch nicht hingehauen, wie ich wollte. Mein Gott, was tue ich denn?
Wollte doch nur ein bisschen rumprobieren, Mann. Dann probiere ich halt nicht rum. Hey, die Brücke ist offen. Oh, müssen wir wieder gegen den Dings am Ende kämpfen? Gegen den großen Dings von denen. Das könnte wirklich doch. Ja. Wir kämpfen gleich wieder gegen den großen. Na gut. Meinetwegen. Ja, ja, da oben ist der. Ja, ja, natürlich. Falsche Taste. So, machen wir aber hier einen kurzen Prozess mit dem Kollegen. Au. Achso, treffe ich nicht. Nice. Drauf, 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 drauf. Und nochmal. Ach, komm schon. Jawohl. Na, easy. Das war ja super einfach mal. Sehr cool. Ja, mit dem Masterschwert ist das halt alles Billo. Da sind wir jetzt ziemlich OP, glaube ich, unterwegs. Das ist aber gut so. Das ist aber gut so. Es ist sicherlich schwieriger, wenn man es auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielt. Ja. Das ist allein schon die Logik. Höhere Schwierigkeitsstufe, natürlich macht die es schwieriger. So, was erwartest du? Okay. So, da haben wir das. Da taucht die nächste Mission auf, natürlich. Tägliches Training, Goronen. Okay, wir müssen gegen die Goronen kämpfen und gegen Daruk. Das ist so wie damals gegen die Orni und Rivali. Okay, dann machen wir das doch. Wenn die Bock haben, mein Masterschwert zu spüren, dann kriegen sie halt mein Masterschwert. Kein Problem mit. Hab ich kein Problem mit. Dum, 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 dum. Und zack. Let's go. Zeitlimit. Yo. Aber wie gesagt, diesmal ist es wieder so Training. Da ist das jetzt kein Problem, so Freunde in Anführungszeichen wieder zu metzeln, beziehungsweise Verbündete. Alle weg. Zack. Wo ist der Goronenhauptmann da? Na komm, dann machen wir den hier. Hui! Das war's dann auch mit dem Goronenhauptmann. Schon wieder einer.
Halt, hier ist die Meute. Da ist die Meute. Ups. Ich bin blind. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Sehr schön. Da unten sind noch ein paar. Ja, jetzt geht's hier weiter. Jawohl. Zack, 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 zack. Noch einer. Wo ist er? Zack. Hey, ich hab A eingesetzt und ich kann einfach schon wieder A einsetzen. Jo, wie sick ist das denn? Ja, dann auf. Doppeltes A für doppelten Spaß. Und das war's. Ja, beziehungsweise jetzt müssen wir noch gegen Daruk wahrscheinlich kämpfen, ne? Ja, klar. Ich komme ja schon, Daruk, ich komme ja schon. Ich will Daruk anvisieren. Ich will Daruk anvisieren. Ist das dein Ernst? Ich will nicht den Hauptmann anvisieren. Jetzt. Wow. Das Training ist beendet. Ja, das war ein sehr sinnvolles Training. Okay. Exallanze. Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt kommt nichts Neues dazu. Das war hier erstmal Schluss. Dann haben wir hier... Ne, das ist die große Mission. Da haben wir noch einige. Da haben wir noch zwei kleine Missionen. Dröhnende Schritte, Zeldas Geheimtraining. Also die zwei... Ja, die zwei Missionen haben wir noch. Da, drei kleine Missionen. Impasse-Training. Okay. Machen wir erstmal dröhnende Schritte. Das kann ich nämlich mit Link wieder spielen. Die anderen kann ich wahrscheinlich nur mit Zelda und Imp spielen jeweils. Imp. Imp wahrscheinlich. Impa. Ich spiele das erst mit Imp und dann mit Dorian. Oh Mann. So. Da-di-da-di-dam. Da-di-da-di-dam. Dam-dam-dam. Dup-dum. Ladebalken. Fahre fort. Dankeschön, das hat ja lang gedauert. So, auf geht's. Besiege die Truppen des... irgendwas. Falsche Taste, Mann. Ich lerne das auch nicht.
Oh, das sind zwei. Sick. Sehr nice. Das Schöne ist ja, wenn ich einen davon jetzt kriege mit Dings, kann ich den anderen auch gleich mit reinknallen. Jetzt. Jetzt muss ich mich nur so positionieren, dass ich den anderen mitnehme. Yes! Oh, ach so. Gucke mal, wer hier ist. Treff den so nicht. Na, dann machen wir es so. Ah, falsche. Nice. Ah, ist da jetzt echt so ein Viech an, am... Ah. Ich treffe den so nicht. Oh mein Gott. Aber wieso kann ich nicht nach oben schielen? Ah, jetzt! Wieso konnte ich das davor nicht? Ja! Das war die falsche Taste, aber ist egal. Es gibt Schlimmeres. Also treffe ich wieder nicht. Na komm, dann roll dich. Ja, oder so. Ich glaube, ich habe ein Zeitproblem. Kann das sein? Oh je. Ich habe ein gewaltiges Zeitproblem. Ups. Nochmal. Noch gar nicht gerafft, dass da ein Hinox on the way ist. Wir müssen einfach möglichst schnell unser A zusammenladen. Ei. Wenn wir unser A vorne voll haben, dann ziehen wir einfach alle Moblins auf einen Schlag weg. Ich hab das Ding. Wow. Also egal, ich kann ihn genauso wegschmettern. Zack. Gar kein Problem. Falsche Taste, aber hey. Nehm mal nicht dieses. Alter. Und tschüss. Alter, nice. Ah, oh, es ist so cool. Ach, jetzt geht's
Weiter mit dem Ivarok, okay. Der ist ein bisschen größer hier die ganze Runde. Kommt am Schluss dann ein Leune oder was? Na du? Aua. So, erstmal schnell wieder A aufladen. Und dann so, dass wir die beide mitnehmen. So. Sollte das passen. Yes! Und jetzt nehme ich den wieder mit. Zack! Und zack. Aber ihr seht ja auf der Karte, ne? Das ist das kleine Gebiet. Da gibt es noch ein größeres Gebiet. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was dafür noch ein großer Boss noch auf uns wartet dann. Wenn wir mal dort sind. Ach, jetzt treffe ich nicht mehr, Mann. Das war doch dumm. Und tschüss. Kommt neune? Oh, das sind große, ganz viele. Was ist das denn jetzt? Besiege alle Monster, bevor die Zeit abläuft. Leunen, tatsächlich. Besiege die Truppen der Leute des Leunen. Okay, dann sammeln wir erstmal schnell wieder das A zusammen. Dann lassen wir die zusammenkommen. Und dann passt das schon. So, da ist der Moblin. Du kommst mal mit. Wo ist der Leune selbst? Hier ist der Leune. Ist ja ein Eisleune, sollte also passen. Feuerleune. Zum Glück habe ich jetzt die Moblins mit weggeschossen. Das wäre zumindest der Plan. Okay, wir sammeln mal kurz wieder A zusammen. Aua. Das brauchen wir gar nicht. Weil hier eh gerade die Party steigt. Aua! So, hier, Party! Ausweichen wollte ich eigentlich. Das hat nicht ganz so gut hingehauen. Und das war's. Das sollte die Moblins weghauen, das sollte den Leunen weghauen. Na, das hat die ganzen gehauen. Aber wir arbeiten dran. Jetzt kann ich das ja mit dem Moblin auch wieder machen.
Und wenn er nämlich dann dran ist, zünde ich den Leunen damit auch weg. Yes! Und Richtung Leune! Zack! Und das war's. Sehr nice. Oder muss ich jetzt... Ich muss den Moblin auch noch besiegen. Ja gut, dann besiegen wir den Moblin halt auch noch. Ich dachte, wenn man den Haupttyp besiegt, dann ist das, hat sich das erledigt. Aber gut, dann machen wir das halt so. Das war eine lange Mission. Holy moly. Das war eine richtig lange Mission. Mein lieber Scholli. Okay. Stachelbocklanze. Nein! Drei Sachen muss ich ab... Ach, fuck. Siehst du, hätte ich wieder... Oh, come on. Weg. Weg. Hier, den ganzen Quatsch, der kann weg. Also gleich ganz schnell verbessern. Ich muss mehr drauf achten mit diesem Tragelimit. Ich muss da viel mehr drauf achten. Ah, neue Mission, okay. Da unten. Auf Moldore-Jagd, oha. Nee, danke. Wir gehen jetzt erstmal Waffen verbessern. Und zwar ein Masterschwert. Kann ganz viele... Wieso? Wenn hier zweimal jetzt Platz ist und ich gerade aber doch verkaufen musste. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wäre da nicht Platz gewesen fürs Stuff? Egal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob... Also ich würde gerne eine Lanze immer lassen. Es scheint auch egal zu sein, welche man davon nimmt. Ach so, ich muss das mal das Schwert auswählen. Nee, habe ich schon. Also viel verändert das jetzt überhaupt. Nee, okay. Ja, nimm einfach Schwerter. Zweihänder lassen wir mal. Lassen wir auch mal die stärkste Lanze. Die Ritterhellebarde dürfte aktuell die stärkste Lanze sein. Das heißt, aber die können eigentlich alle weg, oder? Oh, das gibt kaum noch EP. Es gibt alles kaum noch EP, eieiei. Die Axt lassen wir mal. Ah, wir haben zweimal den Reise-Zweihänder, okay. Das kostet 1000 und macht einfach kaum noch Zusatz. Wäre es dann wirklich sinnvoll, ist es dann wirklich sinnvoll, dafür 1000 auszugeben? Ich meine, es hat jetzt nur EP gesteigert, so mehr hat es nicht gemacht. Ist das wirklich sinnvoll? Versteht ihr, was ich meine? Haben die irgendwann vielleicht einen Maximalwert erreicht? So, like, mehr geht nicht? Es kostet halt wieder 1000 jetzt. Ha. Also es ist nämlich das Geld jetzt... Bin ich jetzt echt am Fragen. Ist das das Geld wert, dass wir... Ich meine, hier ist auf jeden Fall noch... Hier wird es ja noch ordentlich Effekte geben, wenn ich hier verbessere. Ne? Da ist noch lange nicht... Noch lange nicht alles gegessen. So. Hier bringt es durchaus noch was zu verbessern. Da kostet es ja auch noch nicht so viel. Ich glaube, ja.
Ich glaube, dann ist es bei Link tatsächlich mittlerweile schlauer zu verkaufen, Fragezeichen, als zu verbessern. Ich bin mir nicht sicher. Bin mir absolut nicht sicher. Zelda hat noch genug Platz. Beef hat noch genug Platz. Daruk hat noch genug Platz. Ja, komm, Revali, haut mal ein paar Bogen rein. Bögen. Jetzt kriegt ihr das ganze Geld weg. Aber wahrscheinlich, ich habe auch ganz viele bestimmte Kristalle, die ich verkaufen könnte. Was ich jetzt halt bisher nicht gemacht habe, einfach weil habe ich halt nicht gemacht. Oh, wir haben was zum Entrosten. Nee, warum will ich entrosten? Nee, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Die verkaufen wir, oder? Kann ich die verkaufen einfach? Die verrostete Hellebarde? Ja, 10. Weiß ich nicht. Aber vom Verkaufswert her, wenn ich mir das so angucke, ist es halt jetzt auch nicht wirklich effizient. Naja. Kann man eigentlich Missionen wiederholen, so um Geld zu bekommen? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich müsste man so grinden die ganze Zeit. Okay, können wir jetzt noch irgendwas, haben wir jetzt irgendwie zu irgendwas mehr Materialien durch die ganzen Missionen bekommen? Zufällig. Zufällig. Das sind zwei Zusatzmissionen noch, die wir noch nicht gemacht haben. Oh, hier ist auch noch eine Träne. Jetzt ist Zoras Training da auch noch aufgetaucht. Oder es war schon da und ich habe es noch nicht gesehen. Da werden noch so viele kleine Einzelmissionen kommen, da ist es unglaublich. Ah, das hier geht zum Beispiel. Folgeangriff nach einem starken Angriff wird verstärkt. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich das nutze, aber wahrscheinlich, hoffentlich nutze ich das. Na gut, dann ich erstmal Schluss. Nächstes Mal, ich denke mal, die letzten übrigen Missionen hier und dann können wir uns endlich mal wieder um die Hauptmissionen kümmern. Danke fürs Zuschauen und tschüss.